Ich wollte Schlagersänger werden. Dann ist mir ein Plan eingefallen. Eine völlig hirnverbrannte Idee, die aus lauter Verzweiflung geboren wurde. Ich habe mir einen großen Schrankkoffer gekauft und Äther besorgt. Dann wollte ich mit einem Taxi den Jungen hinterherfahren. In einer stillen Gasse. Wollte ich sie betäuben, dann rein in den Koffer, mit dem Koffer in ein anderes Taxi, dann an der Höhle ausladen und hoffen und beten, dass sie da noch betäubt wären und dann eben rein damit. Es gab einen Schlager, den habe ich gehört, bis zum Verrücktwerden. Holen Sie sich schnell Ihr Taschentuch. Nachdem der Sänger schluchzend erzählte, wie sein treues Pony sein Leben rettete, dabei aber sein treues Pferdeleben ließ, bekannte er standhaft, was doch für jeden echten Cowboy eine Selbstverständlichkeit ist. Ich schäme mich meiner Tränen nicht. Er müsste den Hals aufmachen. Und dann würde ich den Strumpf oder die Unterhose mit einem Stöckchen reinschieben. So dass er keine Luft mehr kriegen würde, dass er ein wenig rumtanzen und zappeln würde. Also, ich möchte, dass das Kind zappelt, aber ich würde das schon rechtzeitig rausnehmen. Meine Mutter hat mich auch bis zum Schluss gebadet. Ich habe mir nur die Hände und die Füße gewaschen. Meine Mutter hat mir den Kopf gewaschen, die Brust, den Hals. Ach Gott, das wäre vielleicht noch normal gewesen, aber ja, aber den Bauch, die Brust und den Bauch hat sie auch und die Oberschenkel und so. Das hatte sich so eingebürgert und so war das halt. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht. Ich habe auch nie gemeckert. Ich würde den Jungen nicht nur schlagen und quälen, sondern, um alles möglichst in die Länge zu ziehen, würde ich noch etwas anderes machen, das mir ein enormes Gefühl der Macht verleihen würde. Ich würde ihm die Schippe in die Hand drücken und ihm sagen, nun musst du. So nackt, wie du jetzt bist, mit deinen nackten Füßen darauf treten und hier ein ganz großes Loch graben. Vielleicht würde er dann fragen, du willst mich doch nicht umbringen. Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich dann sagen, warten wir es ab. Oder ich würde sagen, das ist dein Grab. Da kommst du rein. Nur dann nicht. Wenn du schön brav bist und alles tust, was ich von dir verlange. In der Schule habe ich mich schlagen und quälen lassen. Aber in meiner Fantasie, auf dem Nachhauseweg, da habe ich mir das alles so ausgemalt, wie es wäre, wenn ich groß und stark wäre. Und dann würde ich kommen und sagen, hier, wer will was? Im zweiten Fall habe ich den Jungen in Essen-Holsterhausen aufgelesen. Das kam mir immer besonders schlimm vor. Das ist eine Einzelheit, die ich nie vergessen habe. Die mir auch heute immer wieder in den Sinn kommt.